Fleisch. Schön abends. Ja. Das hat natürlich seinen guten Grund, denn wir haben es hier mit einem langen traditionellen Handwerk zu tun. Und die Handwerkskunst ist ja so eine Sache über viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, kann man schon sagen, gewachsen. Und heute würde man vermutlich irgendwo Kran hernehmen, würde das Ding hinstellen, in eine Bodenhülse stellen und fertig ist. Aber das traditionelle Stellen, was jetzt wirklich nicht nur der Manneskraft, sondern natürlich auch, Sie haben es gerade auch schon lautstark gehört, einer perfekten Abstimmung bedarf und Teamarbeit im besten Sinne des Wortes, das noch einmal zu demonstrieren und das hier mitten in der Landeshauptstadt Dresden, ist doch eine schöne Sache, dieses traditionelle Handwerk hier zu präsentieren. Ja, Herr Bart. Sie werden schnell feststellen, dass dies in Etappen logischerweise geschieht. Und natürlich entsprechend auch hier der traditionellen Technik bedarf. Vielleicht ein paar Fakten zum Maibaum. Haben es hier jetzt. Sollten Sie genau zuhören, weil ich immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, wir machen das ja nun schon zum 6. Mal, immer wieder berichtigt wurde, wenn ich sage, da steht eine Fichte. Gemeint ist natürlich der Baumstamm in dem Sinne, an dem die Birke gebunden ist. Und Sie wissen, wie es ist, Umweltbewusstsein. Man könnte heute sagen, sie ist recycelt. Meint nichts weiter als, wenn ich in die Maße jetzt so sage, ca. 17 Meter lang, Stammdurchmesser 40 cm, dann werden Sie ganz schnell vielleicht merken, das sind dieselben Daten wie im letzten Jahr. Also warum immer wieder eine neue fällen, wenn sie sich doch bewährt hat und also hier der Maibaumstamm aus dem vergangenen Jahr nochmal zum Einsatz kommt. Natürlich mit frischem Grün, so wie sich das gehört. Und im Anschluss an das Maibaumstellen gibt es natürlich dann auch wieder den traditionellen Maibaumbändertanz. Auch den gibt es natürlich auch neu in diesem Jahr. Also das ist vollkommen klar. Das gehört natürlich zu. Gäste, die in den letzten Minuten noch dazugekommen sind, wollen wir ganz herzlich begrüßen zur Eröffnung, zum Eröffnungsprogramm, kann man ja wirklich sagen. Es zieht sich ja über den ganzen Tag hier auf dem Dresdner Altmarkt zum Frühjahrsmarkt 2018, der Sie in den nächsten Tagen und Wochen immer wieder hierher einlädt. Traditionelles Handwerk erleben, Zimmerleute stellen den Maibaum auch in diesem Jahr bereits also zum 6. Mal wieder in traditioneller Art und Weise auf. Und da ging es wieder ein gutes Stück vorwärts, gerne mit einem Applaus, begleitet hier von den zahlreichen Zuschauern.
Schöneberg-Musikanten am Vortag. Und die nächste Etappe ist geschafft. Aber der macht schon. Machen Sie weiter.